Hoch oben auf dem Fernsehturm gucken wir auf die politische Lage. Das aktuelle Umfragehoch der AfD schreckt die Parteien auf. Der höchste Wert, den sie bundesweit erreicht haben, 22%. Im Land liegen sie bei 19. Und die stärkste Kraft in Bund und Land ist immer noch die CDU. Was tut sie gegen das Schreckgespenst AfD? Wie holt sie Enttäuschte zurück? Das will ich vom CDU-Landesvorsitzenden Thomas Strobel wissen. Und dafür hole ich ihn jetzt unten ab. Hallo, Frau Heiber. Dann gehen wir mal rauf. Guten Tag. Thomas Strobel, 63, CDU-Landesvorsitzender, verheiratet. Ein Politikerleben im ständigen Auf und Ab. Die Opposition fordert immer wieder seinen Rücktritt wegen einer Polizeiaffäre, die das Innenministerium in den Grundfesten erschüttert. In der CDU fragen sich viele, ob Strobel überhaupt wieder als Landesvorsitzender kandidieren soll. Und wie soll es die CDU mit der AfD halten? Da streiten sie auf Bundesebene. Viele Fragen also. Wir legen los. Kurze Blitzfragerunde im Fahrstuhl. Wohin soll der Kurs der CDU? Wieder in die Merkel-Mitte oder ein Stück nach rechts? Nach vorne. Und mit wem würden Sie lieber ein Bier trinken? Mit Friedrich Merz oder mit Markus Söder? Gerne mit beiden zusammen. Herr Strobel, wenn eine Regierung so schwächelt wie gerade die Ampel in Berlin, normalerweise profitiert dann die stärkste Oppositionspartei, das wäre die CDU. Aber ganz viele tendieren jetzt zur AfD. Wie erklären Sie sich das? Das hängt damit zusammen, dass die Bundesregierung so viel streitet. Dadurch geht Vertrauen verloren. Und nicht nur Vertrauen in die SPD, in die Grünen, in die FDP, sondern auch Vertrauen in unsere demokratischen Institutionen. Das hat die Streitampel bewirkt und das ist Wasser auf die Mühlen der AfD. Deswegen muss diese Streiterei in Berlin beendet werden. Jetzt gibt es aber auch viele Diskussionen innerhalb der CDU. Die jüngste Aussage in einem Interview von Friedrich Merz gestern, man müsse auf kommunaler Ebene mit der AfD zusammenarbeiten. Da haben einige gesagt, um Gottes Willen, da bröckelt die Brandmauer. Wie stehen Sie zu dem Thema? Na ja, ganz klar. Nun habe ich heute erstmal mit dem Friedrich Merz telefoniert und darf Ihnen sagen, wir sind uns hundertprozentig einig. Es gibt keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD. Das ist unsere klare Beschlusslage im Bund und im Land. Und das sieht der Friedrich Merz ganz genauso. Und trotzdem könnte es ja knifflig werden, wenn wir zum Beispiel jetzt wie in Thüringen in Sonneberg einen AfD-Landrat haben. Da muss man doch mit dem zusammenarbeiten. Naja, das ist ja auch das, was der Friedrich Merz gemeint hat. Wenn ein Landrat von der AfD jetzt in Thüringen ist und er ruft einen Bürgermeister an, dann wird der Bürgermeister ja wahrscheinlich trotzdem ans Telefon gehen, auch wenn der Landrat von der AfD ist. Aber Frau Heiber, diese Frage stellt sich nun in Baden-Württemberg wirklich überhaupt nicht. Es wird keine Landrätin und keinen Landrat von der AfD geben. In Baden-Württemberg sind die Landräte entweder von der CDU oder sie sind parteilos. Und ich beabsichtige, alles dafür zu tun, dass das genauso bleibt. Wo, in welchem Kurs, glauben Sie, kann man wieder Enttäuschte von der AfD zurückgewinnen? Mit einem klaren Kurs nach vorne. Ja. Und es ist für die christlichen Demokraten immer wichtig, dass wir Dinge mit Maß und Mitte angehen. Und wir sind beispielsweise auch in der Landesregierung in Baden-Württemberg ein gutes Korrektiv. Wir sind uns einig mit den Grünen beim Thema Klimaschutz. Wir überfordern aber die Menschen nicht, sondern wir machen es so, dass die Menschen auch mitkommen. Und das ist gut. Wir sind so ein bisschen ein Gegenmodell zur Bundesregierung, weil wir in Baden-Württemberg eine verlässliche Landesregierung haben. Und eben, ja, wir reden nicht übereinander, sondern wir reden miteinander. Aber gerade bei den Grünen gab es ja auch ein bisschen Verwirrung. Plötzlich hat Friedrich Merz die zum Hauptgegner erklärt. Später hat er dann gesagt, Hauptgegner in der Ampel. Bringen Sie doch mal Klarheit dran. Wer ist der Hauptgegner der CDU? Naja, also jetzt will ich mal zunächst sagen, meine Hauptfreunde sind Winfried Kretschmann und Friedrich Merz. Und in der Landesregierung in Baden-Württemberg sind die Grünen nicht unser Gegner, sondern sie sind unser Partner. Und ich füge hinzu, ein verlässlicher und vertrauenswürdiger Partner. Deswegen können wir in Baden-Württemberg in der Landesregierung auch eine verlässliche und gute Politik machen. Und ansonsten sind wir selbstverständlich Wettbewerber. Das gehört in einer Demokratie dazu. Bei der nächsten Landtagswahl beispielsweise wird es so sein,
dass die Grünen alles dafür tun, dass die Wählerinnen und ihr Wähler die und Wähler, die ihr Kreuz bei den Grünen machen. Und wir von der CDU wollen gern, dass die Wahlentscheidung für die CDU ausfällt. Das ist in einer Demokratie völlig normal. Aber wir sind keine Feinde, sondern wir sind Wettbewerber. Jetzt haben Sie gerade die Landtagswahlen angesprochen. Sie waren ja der Mann in der CDU, der die CDU noch mal in eine Regierung mit den Grünen geführt hat, erfolgreich. Gegner von Ihnen, die sagen jetzt aber, wegen Polizeiaffäre und Co. seien Sie der CDU ein Klotz am Bein. Was entgegnen Sie da? Ach, wissen Sie, wenn alle glauben, dass du am Ende bist, dann musst du erst richtig anfangen, hat der Konrad Adenauer mal gesagt. Und der war immerhin Bundeskanzler von 1949 bis 1963. Es gibt immer wieder mal Krisen. Und natürlich, das, was bei der Polizei passiert ist, das hat uns erschüttert in der Polizei, im Innenministerium. Die Frage ist, wie geht man mit einer solchen Lage um? Und auch da richten wir jetzt den Blick nach vorne. Und ich habe ja konkrete Vorschläge gemacht, was wir in der nächsten Zeit umsetzen wollen und auch besser machen wollen. Und blicken wir nach vorne auf die Vorstandswahlen im November. Treten Sie da noch mal an als CDU-Chef? Das ist jetzt eine sehr direkte Art und Weise, sich einer Fragestellung zu nähern, die ich natürlich nicht beantworten werde. Dass Sie die Frage stellen, ist okay. Aber alles zu seiner Zeit, so heißt es schon in dem alten Buch. So halten wir es auch hier. Und dann sprechen wir im Übrigen in den zuständigen Gremien und mit den Freunden erst darüber. Aber Frau Heiber, danach sind Sie die Erste, die es erfährt. Also, dann nehme ich Sie beim Wort. Danke fürs Interview, Thomas Strobel. Danke Ihnen.